Mich interessiert eigentlich Kunst überhaupt nicht. Ich wollte nur mal demonstrieren, dass die Linke eine Partei ist, die Kleinunternehmern sehr zugetan ist. Deswegen dieser Werbeblock. Ich möchte jetzt einen Freund ansagen, mit dem ich die ein oder andere schöne Diskussion schon in meinem Leben hatte. Und es zeigt auch, dass diese Diskussionen dann durchaus in Gemeinsamkeiten münden, die wenige für möglich halten. Manche nennen es antagonistische, andere anachronistische, andere einfach nur in einer Partei gemeinsam an einem Strang ziehen. Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Ja, Dietmar, wir müssen ja ein bisschen improvisieren, weil die ganze Talkgeschichte ja ganz anders geplant war, als noch Günther nicht der Hexe und dem Schuss anheimgefallen war oder dem Bandscheibenvorfall. Vorhin hat Judith erzählt, wie die Situation war. Einerseits 100.000, die demonstriert haben gegen den Krieg. Das war vor dem Krieg. Die Kriegskredite sind bekanntlich, besonders die Abstimmung, in der Karl Liebknecht dann mit Nein-Stimme stimmte. Das war die zweite Abstimmung. In der ersten Abstimmung hat er noch dafür gestimmt. So mächtig war der Druck. Es gab auch Linksradikale, die für den Krieg waren. War es ziemlich einsam um ihn. Kannst du dir so eine Situation persönlich vorstellen? Alle Medien, für heute wäre das aller Spiegel, alle Bildzeitungen, alle Heute-Journale drücken auf uns drauf, eine Entscheidung zu treffen und dann möglicherweise auch verlassen von den eigenen Parteileuten Nein zu sagen. Na, das ist ja gleich eine tolle Frage. Also der hatte ja damals noch nicht Spiegel und heute Journal. Ne? Also das war zumindest mal ein kleiner Vorteil. Also ich glaube ja, dass vieles von dem in der Geschichte auch Karl Liebknecht dann mystifiziert worden ist. Fakt ist, dass der Mann in dieser Situation diesen Mut hat. Ich glaube, das kann man gar nicht überbewerten. Ich muss immer sagen, also der hatte in Potsdam den Kaiserwahlkreis direkt für die SPD gewonnen. Der war mit der SPD in einer Weise verwachsen. Ich meine, Wilhelm Liebknecht, sein Vater, war eine der Galionsfiguren. Er war Reichstagsabgeordneter und ja nicht irgendwer. Und du hast ja völlig zu Recht gesagt, die Partei hatte beschlossen, wir sind dafür. Die Fraktion hatte beschlossen, wir sind dafür. Und du weißt ja, wie das mit Fraktionen ist. Wir sind ja auch in einer. Und wir lieben nicht diejenigen, die alleine dann irgendeinen Einzelgang machen. Ne? Also es eint uns ja dieses. Also das war schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Und im Nachgang kann man da immer schlau drüber reden und sagen, ja, es war historisch richtig. Aber ich glaube, man kann das gar nicht überbewerten. Ich weiß nicht, ob ich sowohl diesen Weitblick als auch dieses Format haben würde in einer solchen Situation. Da wäre ich unsicher. Ich glaube, das gibt es historisch auch sehr, sehr wenig. Und wenn man sich dann auch die weitere Entwicklung anguckt, das war ja sozusagen ein Start zu einer Entwicklung, die ja, man muss es ja auch sagen, es war eigentlich ja Beginn einer Entscheidung auch der Arbeiterbewegung, die im Ergebnis dann gespalten worden ist mit all den Folgen. Das war ein historischer Einschnitt. Später dann auch war er Mitbegründer der KPD. Also Hochachtung. Und ich glaube, dass wir gerade auch heute uns mit dieser Historie, mit den Zusammenhängen, ja, es gab die 100.000. Und trotzdem war es so, in Europa gab es Euphorie zu diesem Krieg. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, auch als Linke. Es war so, mich juckt der Säbel. Das war in Deutschland Standard. Das war der Standard auch bei den Sozialdemokraten, bei allen Parteien. Und es war es in Frankreich, das war es in vielen anderen Ländern. Deswegen geht es natürlich darum, neuerdings wird bei uns viel über Zeitgeist gesprochen. Ja, das müssen wir verändern, weil die Ergebnisse, die kennen wir alle. Im Nachgang waren dann auch viele, viele schlauer. Im Nachgang haben auch viele der damaligen sozialdemokratischen Fraktionen ihre Entscheidung bereut und gesagt, der Liebknecht hatte recht. Aber hinterher, naja, wissen wir auch beide, sind wir auch häufig schlauer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Würde auch mich sehr schwer tun, jetzt ein heldenhaftes, ich hätte auch so entschieden, rauszuposaunen. Also diese ganze Drucksituation, die muss man auch mal in Raum und Zeit reinkriegen, was das bedeutet, dieses Sag-Nein, um mal dieses Wolfgang Borchardt-Gedicht zu zitieren. Dann gab es 75 Jahren ja auch noch einen Kriegsbeginn, wenn ich es richtig zurückgerechnet habe, den Zweiten Weltkriegsbeginn. Dort hatten dann diejenigen sich den Krieg auch finanziert,
die auch in der alten Bundesrepublik am Drücker geblieben sind, die sich ihren Hitler finanzieren konnten, die auch den Kreditantrag für Auschwitz unterschrieben haben, die auch verdient haben an diesem Zweiten Weltkrieg. Man muss ja nur Eberhard Sichon lesen. Wer verhalf Hitler zur Macht? Es geht ja hauptsächlich um die Deutsche Bank und Krupp und Thyssen. Und dann irgendwann sagten Deutsche nach 1945, jetzt haben wir genug, haben dieses Grundgesetz so gemacht, dass möglichst niemand mehr diese wirtschaftliche Macht bekommt. Jetzt sind die Boni, die Renditen derjenigen, die an dieser Krise verdient haben, wieder so hoch wie vor der Krise. Bei den Leuten gärt so ein Gemisch aus Angst und Wut. Wie meinst du, können wir in einem Land, in dem sehr schwer mit diesem Gemisch demokratisch Umgang gepflegt werden konnte, es ging ja meistens nach rechts, wie können wir als Linke, gerade im Hinblick auch auf die Europawahl, damit umgehen? Oh, war das eine schwere Frage. Also von 14 über 39 Grundgesetz. Naja, also zunächst mal, ich will mal deinen Bogen aufnehmen. 14, 18, 39, das ist ja, es gibt eine gewisse Logik in der Entwicklung. Eine, die wir ja gerade als Deutsche uns immer wieder auch vor Augen führen müssen. Was ist da eigentlich passiert? Wo ist unsere historische Verantwortung? Warum haben wir da auch prinzipiell zu dem Thema Krieg und Frieden eine andere Position, nicht nur als Linke, sondern auch als Deutsche einzunehmen? Wir haben gefälligst dort eine andere Position aufgrund des vergangenen Jahrhunderts einzunehmen. Aber das, was du sagst, es gibt ja Ursachen für dann auch die Krise und die Kriege. Und diese Ursachen, an die muss man gehen. Und da gab es nach 1945 in Ost und West im Übrigen einen ganz breiten Konsens. Da kann man ja, also wir haben das damals immer gelernt, sich das Ahlener Programm der CDU mal angucken. Und da war ganz klar natürlich, dass Vergesellschaftung ein wichtiger Punkt sein muss, dass genau das nicht passieren kann. Und heute haben wir eine völlig andere Situation. Also das erleben nicht nur wir, das ist doch so, dass leider auch der Deutsche Bundestag eben nicht entscheidet, wo die Entwicklung in Deutschland hingeht. Und wir entscheiden auch nicht, wo die europäische Entwicklung hingeht. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hin und wieder etwas in Karlsruhe überprüfen, was wir gemacht haben, mit den Klagen, was Maastricht, was Lissabon betrifft. Und natürlich gibt es dort immer auch wieder Aspekte, die uns hier und da durchaus stärken. Aber insgesamt muss es natürlich darum gehen, die Ursachen für all diese Entwicklung offenzulegen. Das ist doch die Kernfrage. Warum gibt es denn in Deutschland, in Europa dieses Auseinanderdriften von Vermögen, dieses Auseinanderdriften bei den Einkommen? In ganz Europa steigt jedes Jahr die Zahl der Vermögensmillionäre. Das ist doch irre angesichts der Situation in Griechenland, in Spanien, was Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und die Linke hat da vor allen Dingen eine Aufgabe, ganz im Sinne des alten Lassalle. Zunächst mal sagen, was ist, warum ist das so? Wenn die Menschen nämlich erfahren, es gibt Ursachen dafür, es gibt Profiteure, haben wir eine andere Situation. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn denn jetzt immer, ist ja auch, du hast von der Europawahl gesprochen, kurioserweise höre ich jetzt immer, ich habe die Neujahrsansprache unserer aller Kanzlerin mir dann angehört. Jetzt verstehe ich manches, die hatte halt den Unfall, das ist ja in Ordnung, dann ist man nicht so fit. Aber wenn ich das sehe, also wir haben ja gar kein Problem. Wir haben ja gar kein Problem. Die fleißigen Menschen und es läuft. Es läuft nicht. Das ist die Realität. Also hier sind die Zahlen, Pierre Laurent hat darauf hingewiesen, wie hoch die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten in Griechenland, in Spanien, in Italien, aber auch in Kroatien und in anderen Ländern ist. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Generation, die gegebenenfalls verloren ist. Und wir haben eine Situation, dass weiterhin es so ist, dass die Krise nicht bewältigt ist. Bis zum Juni werden die erzählen, dass es läuft. Und ich wage mal die These, dass wir danach in schwere Gewässer kommen. Im Übrigen auch in Deutschland. Denn es wird nicht so sein, was sie erzählen, dass wir etwa ausgeglichene Haushalte haben werden, dass wir etwa irgendetwas zu verteilen haben. Nein, mit dem, was hier verabschiedet worden ist, mit dem Koalitionsvertrag, dass man eben nicht an Steuergerechtigkeit rangeht, dass man überhaupt nichts tut bei den Vermögenden in dieser Gesellschaft. Weder eine Millionärsteuer, noch
noch bei der Körperschau, noch irgendetwas, sondern alles so belässt. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler und wir werden für diese Entscheidung dieser großen Koalition in Deutschland und in Europa bezahlen. Das wird nicht bis zum Juni sein, aber auch da gilt, wir müssen unsere Stimme, wo immer es möglich ist, erheben und deutlich sagen, dass jetzt ein Stück weit Zukunft verfrühstückt wird und jetzt die Grundlage geschaffen wird, dass auf der einen Seite, wie du sagst, Banker eben wieder kassieren ohne Ende und selbst die, die wir in Anführungsstrichen mit Steuergeldern gerettet haben, siehe Commerzbank, da wird weiter kassiert und auf der anderen Seite eben wirklich in unserem Land und vor allen Dingen in Europa Kinder in Armut leben, Menschen nicht ihre Behandlung kriegen können, die notwendig wäre bei der Krankheit. Da ist was nicht in Ordnung in unserem Land und in Europa und da müssen wir als Linke deutlich unsere Stimme erheben. Wahrscheinlich letzte Frage zu, kann auch noch eine vorletzte Frage werden, den Kriegen, die jetzt stattgefunden haben. Irgendeiner hat mal ausgerechnet, diese EU hat mittlerweile 32 Kriege geführt. Ich bin gestaunt, aber das war jemand, der sehr seriös solche Zahlen aufzählt. Da ist ja Kosovo nur einer. Die SPD will nun gerade um uns in die Richtung einer Regierung zu ködern, sagen, ändert eure Außenpolitik, ändert eure Europapolitik, aber jetzt will ich mal die Außenpolitik nennen. Eigentlich ist doch von Seiten der SPD so gut wie alles falsch gelaufen. Also sie haben bei Afghanistan die unverbrüchliche Solidarität, nun wird man bei möglichst Wahrung eines Gesichts, aber doch Tragen einiger Schande aus Afghanistan raus, gehen und vieles andere mehr, was nicht funktioniert hat. Mal ganz taktisch gefragt an einen Taktiker, wie sehr sollten wir denn unseren sozialdemokratischen Kollegen im Bundestag zeigen, dass wir Recht gehabt haben? Das fragt mich natürlich ein ehemaliger Sozialdemokrat, ne, um das mal... Kann ich mir mal sagen, dass ich schon immer recht hatte. Ne? Super Idee. Ich meine, ich komme ja aus einer Partei, wo die beide vereinigt wurden. Also, na gut. Also ich will das mal also jetzt ernsthaft mit zwei Punkten, was Afghanistan betrifft, beantworten und dann das auch nochmal grundsätzlich beantworten. Natürlich können wir heute feststellen, wir haben damals recht gehabt. Und ich kann mich an die Situation damals wirklich noch richtig gut erinnern. War da auch in einer Verantwortung. Und es gab diese fürchterlichen Attentate in New York. Und die, natürlich hat das jeder abgelehnt und ist auch weiterhin abzulehnen. Es ist völlig inakzeptabel, ein derartiger Terroranschlag. Und natürlich gab es da, ganz selten im Bundestag, aber da gab es das, dass wir das gemeinschaftlich im Bundestag abgelehnt haben. Und es gab damals sogar eine gemeinschaftliche Kundgebung am Brandenburger Tor aller Parteien, organisiert von allen Parteien, das war damals was Besonderes, dass wir uns dagegen aussprechen. Und dann kam der Satz der unverbrüchlichen Solidarität. Uneingeschränkte Solidarität. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel gewesen. Und Gregor sagte gerade immer mich fragen, aber ich habe es auch hier von Wolfgang Kehr gehört. Also viele kennen es besser. Ja, wir fragen denn, wenn es notwendig ist, mal unsere älteren Genossen. Das machen wir dann schon gerne. Ne? Also das ist ja nicht der Punkt. Also dieser Punkt hat da natürlich zu einem extremen Bruch geführt. Und ich weiß ja, wie die Lage damals 2002 war. Das war ja nun nicht so, dass die SPD sagte, also mit euch da nie. Also die haben immer Begründung gefunden. Das ist nicht der Punkt, ich komme dazu gleich noch. Aber die damalige Entscheidung von uns hat sich als richtig erwiesen. Was ist denn da in Afghanistan passiert? Tausende zivile Opfer, über 50 tote deutsche Soldaten, Milliarden in diesem Krieg verpulvert. Und das Ergebnis ist, die Taliban sind teilweise gestärkt, Afghanistan ist null befriedet. Dieses ganze Engagement war falsch. Wir hätten was tun müssen für den zivilen Aufbau, für Brunnen und für Schulen und nicht wie das war, 90% ins Militärische und 10% ins Zivile. Andersrum wäre ein Schuh draus geworden. Ich habe Entwicklungspolitik im Bundestag ein bisschen gemacht. Und wenn du mit Entwicklungshelfern redest, die sagen, nee, wir brauchen keine Soldaten, die das Projekt bewachen, dann werden wir angegriffen. Wir brauchen mehr dafür, dass wir etwas tun können. Und es muss Bildung bei den jungen Menschen in Afghanistan geschehen. Dann werden die sich nicht mehr mit Sprengstoffgürteln in die Luft jagen, weil die nichts ansonsten von der Welt verstanden haben. Aber, um das klar zu sagen, es geht nicht darum, Recht zu haben.
Ich bin in die Politik gegangen, um die Gesellschaft zu verändern, nicht um Recht zu haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ist ganz, ganz wichtig, dass wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und es ist doch nicht so, das wissen doch alle, die im Deutschen Bundestag sind, dass viele der Sozialdemokraten, die sagen doch nicht, das war alles richtig. Doch die finden das doch ähnlich falsch. Es gibt nur wenige, die den Mut haben und auch dagegen stimmen. Deswegen muss es doch unsere Aufgabe sein, dort auch gesellschaftlich etwas zu verändern. Und ich rate immer, ich habe das auch im Wahlkampf gesagt, wir müssen viel mehr auch von unseren Erfolgen reden. Und ich sage, einer unserer Erfolge ist, dass aus Afghanistan abgezogen worden ist. Wir wollten da gar nicht hin, wir hätten uns das alles viel schneller gewünscht, aber dass es jetzt geschieht, hat auch mit unserem Engagement, mit dem Engagement der Friedensbewegung und vieler anderer zu tun. Und da müssen wir auch hin und wieder mal sagen, dass wir auf die Dinge, die wir erreicht haben aus der Opposition, durchaus stolz sein können. Und nun aber zu dem anderen Punkt mit dem, was wir den Sozialen. Erstens sage ich mal, unser Gegner ist jetzt die Große Koalition. Aber irgendwie was von Regierungsbündnissen. Also die SPD hat sich gerade entschieden. Die hat sich entschieden für eine Große Koalition. Es gibt jenseits der Union eine Mehrheit. Die haben sich entschieden und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt lohnt es sich nicht. Es gibt weder eine gesellschaftliche Atmosphäre, noch gibt es etwa Projekte, die man gemeinsam voranbringen kann. Jetzt machen wir Opposition im Deutschen Bundestag. Und ich wünsche mir ja was anderes. Also es ist doch nicht so, dass ich nicht viel lieber einen sozialdemokratischen Kanzler hätte als Frau Merkel. Das sage ich ohne jede, also habe ich überhaupt kein Problem mit das zu sagen. Aber die wollen es doch nicht. Und wir rennen nicht hinterher, sondern wir müssen das Feld jetzt ausfüllen, weil sie werden in dieser großen Koalition natürlich Politik machen, die nicht nach links geht. Das ist für uns eine Riesenchance. Und ich glaube, wenn wir dort wirklich Bündnisse mit Intellektuellen in diesem Land, auch mit Gewerkschaften vielleicht erneuert, mit Kirchen hinkriegen, dann haben wir eine Chance, wirklich hier auch einen Widerstand gegen diese Politik zu entwickeln. Denn gerade was Europapolitik betrifft, ist doch die jetzige Große Koalition die lineare Fortschreibung dessen, was Schwarz-Gelb gemacht hat. Ich sehe überhaupt keinen sozialdemokratischen Akzent in der Europapolitik. Und das müssen wir doch ansprechen, damit wir denen helfen, wieder auf einen ordentlichen Kurs in der Sozialpolitik, in der Europapolitik und auch in der Friedenspolitik zu kommen. Das ist doch unsere Aufgabe. Wir wollen doch die Achse der Politik nach links bewegen. Und das geht nun mal letztendlich nur mit der Sozialdemokratie. Und ich sage mal, natürlich wünsche ich mir mit denen irgendwann ein Bündnis. Aber im Moment spricht auch wirklich gar nichts dafür. Und das wird man nicht durch Annäherung, sondern das wird man nur durch konsequente Politik durch unseren Weg gehen, indem man eben darauf aufmerksam macht, was in diesem Land wirklich falsch läuft. Das war die erste Talkrunde aus unserer Serie Kein Löschblatt passt zwischen uns. Herzlichen Dank, Dietmar Bartsch. Aber die Lacher, die waren jetzt auch wichtig, ne? So, jetzt möchte ich noch eine ganz andere Ansage machen. Wir mussten 400 Leute heimschicken. Da sind Leute dabei, die aus Sachsen, aus Münster gekommen sind und das tut uns wirklich leid. Es ist aber auch hier nicht der Platz unendlich vergrößerbar und die Feuerpolizei hat gewisse Auflagen. Wir werden es im nächsten Jahr so machen, dass wir wahrscheinlich wirklich Vorverkaufskarten verkaufen. Wir dürfen das als Europäische Linkspartei sogar. Und dann muss man die eben vorher bestellen. Ich sage es nur an der Stelle, wir werden auch versuchen, noch einmal, dann, wenn so viele Karten im Vorverkauf weg sind, den grünen oder den roten Salon mit Eido4, also mit Leinwand und Lautstärke zu übertragen. Dann wird das natürlich nicht mehr den Preis kosten. Aber es ist immer, du tappst immer im Dunkeln und weißt nicht, wir haben ja diesmal gar keine Plakate breit geklebt, sondern nur 5000 Handzettel und die Meinungen waren geteilt, wird es voll oder wird es nicht voll. Also jetzt wissen wir es fürs nächste Jahr. Richtet euch bitte auch darauf ein, rechtzeitig die Karten. Es tut mir furchtbar leid, ich entschuldige mich bei denen. Wir werden aber das hier aufnehmen.